Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich außerordentlich, euch etwas über Erdbeben zu erzählen. So Erdbeben, die kommen immer überraschend. Also man weiß nicht, wann sie kommen. Es könnte jeden Moment ein Erdbeben kommen, es kann aber auch lange kein Erdbeben kommen. Und man ist ja nicht immer am gleichen Ort. Heute seid ihr da, etwas später seid ihr zu Hause, heute Morgen wart ihr in der Schule. Und die Frage ist immer, ja, was muss man dann machen, wenn so ein Erdbeben kommt? Und ich möchte euch jetzt für verschiedene Situationen zeigen, was man tun kann, wenn die Erde bebt. Als erstes haben wir die Situation, ihr seid draußen auf der Straße, also zum Beispiel, wenn ihr jetzt nach der Vorlesung rausgeht und plötzlich merkt ihr, der Boden zittert. Was kann man machen? Wichtig ist, dass wenn man draußen ist, dass man draußen bleibt. Also geht nicht in ein Gebäude und schaut, dass ihr möglichst in die Mitte einer Straße oder in die Mitte eines Platzes geht, weil es gibt Dinge, die herunterfallen können. Wir haben das jetzt auf dem Bild. Also das können zum Beispiel Blumenkästen sein, das können Fensterläden sein, das können Ziegelsteine sein, die von den Dächern fallen oder auch Fassadenelemente. Das können Lampen sein, also alles Dinge, die herunterfallen und die euch natürlich bei Möglichkeit nicht auf den Kopf fallen sollten. Weshalb nicht ins Gebäude hineingehen? Ihr wisst nicht, wie gut dass das Gebäude einem Erdbeben standhält. Und es kann sein, dass im Moment, wo ihr versucht reinzugehen, etwas genau in dem Moment vom Gebäude runterfällt und euch trifft. Nun, was würdet ihr zu Hause im Wohnzimmer machen? Türrahmen stehen, das ist eine Möglichkeit. Ich kläre nachher auf, ich sammle mal ein bisschen. Unter einen Tisch kriechen. Ich gehe mal noch da drüben hin. Ins oberste Stockwerk. Weshalb ins oberste Stockwerk? Also weil man im Keller wäre, dann würde alles auf einem hinunterfallen. Nicht ins oberste Stockwerk, weil man herunterfallen könnte. Rausgehen. Jetzt gehe ich nochmals, nehme ich noch dich. In Kammern, also in eine Kammer reingehen. Mhm. In den Luftschutzbunker, weil der sehr stabil ist, ganz hinten. In die Mitte des Raumes, auch eine Idee? In den Keller. Mhm. Also ich sehe, ich habe noch viele weitere Ideen, aber ich kläre mal auf oder ich sage, was Sie tun können drinnen. Also wichtig ist, wenn es wirklich fest schüttelt, also wenn ein großes Erdbeben kommt, dann ist der Untergrund, ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wie wenn ihr auf einem Medizinball balancieren möchtet. Also es ist sehr wackelig. Alles bewegt sich und ihr werdet Mühe haben, überhaupt euch fortzubewegen. Also das heißt, wenn es wirklich fest schüttelt, müsst ihr dort Schutz suchen, wo ihr seid. Ihr habt keine Zeit und keine Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Es gibt eine Ausnahme, wenn ihr gerade neben der Gartentür steht, dann sage ich, geht raus und geht in den Garten. Aber ansonsten ist die Chance sehr groß, dass auf dem Weg quasi nach draußen wieder etwas umfällt oder euch auf den Kopf fällt. Und das ist auch drinnen quasi das größte Risiko, dass zum Beispiel ein Regal umfällt, ein Bild herunterfällt. Der Fernseher ist auch etwas, das häufig kippt. Lampen können herunterfallen, Vasen kaputt gehen. Es wurde erwähnt, in den Türrahmen stehen. Das war wirklich früher eine häufige Empfehlung, weil die Türen dort waren, wo quasi das Gebäude, also wo die tragende Struktur ist. Aber heute kann man eine Tür auch in eine Gipswand hineinbauen. Also das heißt, der Türrahmen ist nicht unbedingt die beste Option. Es wurde genannt, unter einen Tisch zu kriechen. Das ist eine sehr gute Variante, weil der Tisch, der ist stabil und der schützt mich, dass mir quasi all das, was herunterfällt, also wenn die Lampe herunterfällt, fällt sie auf den Tisch und auf die Tischplatte und nicht mir auf den Kopf.
Was ihr auch machen könnt, das ist im Bett zum Beispiel ein Kissen nehmen und über den Kopf tun oder unters Bett kriechen. Das sind Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr euch in einem Gebäude befindet. Genau, und ein Sofa geht auch. Ich habe ein Sofa, das nur so viel Platz hat, das würde jetzt nicht reichen für mich, vielleicht für meine Zehenspitzen. Ich würde das Sofakissen daneben, aber wenn du ein solches Sofa hast, wunderbar, dann kannst du drunter. Das kann natürlich passieren, das heißt, wenn man unter einen Tisch geht, ist es wichtig, dass man so in die Hocke geht und sich an einem Tischbein festhält, weil dann wackelt man quasi mit dem Tisch mit und ist weiterhin geschützt. Jetzt, was macht man, wenn man gemütlich am Strand liegt und es schüttelt? Und weshalb würdest du das machen? Sie sagt, weg vom Strand und in die Höhe. Wegen Flutwellen, ja? Du im Orange? Genau, also es ist nicht so, dass immer, wenn es schüttelt am Meer, dass es einen Tsunami gibt, also so eine große Flutwelle kommt. Das hängt davon ab, wo das Erdbeben geschieht. Also damit ein Tsunami ausgelöst wird, muss das Erdbeben unter dem Meer passieren. Aber das weiß man in dem Moment nicht. Also wenn es einfach fest schüttelt und man ist am Meer, ist die Faustregel lieber mal vom Wasser weg, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Und darauf hören, was die Leute vor Ort, also sei es die lokale Polizei oder die Leute, die dort wohnen, was die machen und denen folgen. Genau, das passiert in der Regel bei Vulkanen. Es gibt auch bei Vulkanen gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt Vulkanausbrüche, die sich ankündigen, also wo man schon vorher, Tage vorher, Wochen vorher eine außergewöhnliche Aktivität wahrnimmt. Also das heißt, die Erde bewegt sich oder man sieht Rauch aufsteigen oder man hat andere Messmethoden. Und dann gibt es schon sogenannte Sicherheitsstufen, wo man sagt, zum Beispiel bei Sicherheitsstufe 1 sind alle Wanderwege geschlossen, man darf dort nicht mehr wandern gehen. Bei Sicherheitsstufe 2 werden auch naheliegende Dörfer evakuiert, also die Leute müssen irgendwo anders hin. Also da gibt es verschiedene, das ist je nach Vulkan und je nachdem, was man misst, ist das unterschiedlich. Und ja, wenn es wirklich so ist und der Vulkan bricht aus und die Lava läuft ins Meer, dann wird es sehr warm. Wenn die Welle wirklich groß ist, klappt das nicht. Ja. Ja. Kann es aber sein, dass eine Kokosnuss dir auf den Kopf fällt, wenn es ein Baum mit Kokosnüssen ist? Und was würdet ihr machen, wenn es jetzt in diesem Raum bebt? Du im Weißen? Genau, unter die Stühle, weil wir haben keine Möglichkeit, alle rauszurennen. Wir passen nicht alle in den Türrahmen. Ich würde auch behaupten, es ist wirklich ein schlechter Türrahmen. Ich würde unter den Tisch gehen und alle, die da mit mir sind, dürfen auch mitkommen. Aber hier wäre genau das Richtige, unter die Stühle. Ist auch eine Option. Und was würde hier passieren? Hier, das ist so das Typische, was man hat in solchen Gebäuden. Das sind diese eingehängten Decken, die sind mal besser oder schlechter angemacht. Also das heißt, sie könnten herunterfallen. Der Beamer wäre so ein typisches Opfer, das Modem, der Lautsprecher. Das sind so Dinge, die in diesem Gebäude oder in diesem Raum herunterfallen könnten. Also das heißt, es ist wichtig, wenn ihr zu Hause seid, kann man auch etwas nämlich machen. Man kann zu Hause nämlich schauen, was kann umfallen.
So ein Regal kann man problemlos mit einem kleinen Haken und einer Schraube an der Wand zum Beispiel befestigen. Man kann schauen, dass keine schweren Dinge genau über dem Sofa sind, wo man häufig sitzt, die herunterfallen können. Also man kann mit vielen kleinen Tricks auch etwas machen, dass das eigene Zuhause ein bisschen sicherer ist. Und das Wichtigste ist, dass ihr euch vor dem Erdbeben, also so wie wir das heute gemacht haben, euch überlegt, dort, wo ihr am häufigsten seid, was würdet ihr machen, so dass ihr ganz schnell reagieren könnt. Nun, ich habe gesagt, die Erdbeben passieren. Und Erdbeben sind etwas anders als zum Beispiel Regen. Also wir wissen, Regen, da kann man den Wetterbericht anschauen. Ich kann schauen, morgen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, so und so groß. Vielleicht sollte ich einen Schirm einpacken oder ich sollte eine Regenjacke mitnehmen. Beim Erdbeben ist das anders. Beim Erdbeben wissen wir nicht, wann es kommt. Das ist jetzt eine Animation. Sie zeigt euch, wie sich Erdbebenwellen ausbreiten. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr kennt das ja, wenn ihr einen Stein ins Wasser werft, gibt es diese Wellen, die sich ausbreiten. Von der Mitte, wo ihr den Stein reingeworfen habt, gehen die so raus. Und ähnlich ist es beim Erdbeben. Das passiert zwar unter der Erde, aber das sind auch eine Art von Wellen, die sich ausbreiten. Ihr habt jetzt verschiedene Typen von, also ihr seht jetzt verschiedene Farben. Ihr seht so rot und orange und grün. Jetzt, die Animation beginnt gleich nochmals. Wir gehen nochmals an den Anfang. Warten wir schnell, bis sie fertig ist. Rot und orange heißt, es schüttelt sehr fest und grün heißt, es schüttelt ein bisschen weniger. Und das ist eine Aufnahme vom Wallis, einem Bergkanton. Und was man jetzt sehen kann, ist, dass es sehr schnell geht. Die Erdbebenwellen breiten sich sehr, sehr schnell aus. Und was wir auch sehr schön sehen können, das ist das Tal hier. Also da geht das Tal. Hier sind auch die meisten Gebäude und die Leute, die wohnen. Hier haben wir die Berge. Also überall, wo es so schnell grün wird, ist eigentlich Berge. Und im Tal, da schüttelt es sehr fest und sehr lange. Jetzt, weshalb ist das so? Durch das Tal fließt in diesem Fall ein Fluss. Und das heißt, der Boden, also für uns ist ja der Boden immer fest. Aber der Boden ist unterschiedlich. Ihr kennt das ja, es gibt Sand zum Beispiel und es gibt Steine, die sind ganz hart. Und jetzt auf größere Flächen ist das ähnlich. Es gibt Gebiete, die einen eher, sagen wir, weichen, also eher sandartigen Untergrund haben und Gebiete, die einen sehr harten Untergrund haben. Und dort, wo Flüsse sind, aufgrund des Wassers und weil das immer die Steine quasi malt, ist der Untergrund eher fein. Und die Erdbebenwellen bleiben dort wie gefangen. Also das heißt, es ist nicht so, dass das, wenn es weich ist, dass es die Erdbebenwellen abdämpft, sondern genau das Gegenteil, es schüttelt viel länger und viel heftiger. Also das heißt, überall in der Nähe von Seen oder Flüssen werden die Erdbebenwellen verstärkt. Jetzt habe ich gesagt, Erdbeben kann man nicht vorhersagen und auch nicht verhindern. Und häufig kommt die Frage, ja, können denn nicht Tiere Erdbeben vorhersagen? Zum Beispiel Hunde. Du hast eine Frage. Die Originalgeschwindigkeit. Tiere können Erdbeben nicht vorhersehen. Also es gibt keine Untersuchungen, die gezeigt haben, dass das möglich wäre. Man hat sich das angeschaut mit Fischen zum Beispiel. Und die Fische, die haben schon komisch reagiert. Aber dann war manchmal kein Erdbeben, manchmal ein kleines Erdbeben. Manchmal kam das Erdbeben 3 Tage später, manchmal 3 Wochen später. Also da hat sich einfach kein Muster ergeben. Und dasselbe hat man auch mit Schlangen, gibt es Untersuchungen. Viele Leute sagen, dass ihr Hund ein Erdbeben vorhersagen kann. Und das stimmt so halb, weil Erdbeben haben verschiedene Arten von Wellen. Ich zeige euch das auf dieser Animation. Es gibt quasi die sogenannten P-Wellen, das sind die, das kommt von primär, das sind die ersten Wellen. Und dann die S-Wellen, das sind die, die wirklich die Schäden bringen, die reisen etwas langsamer. Es ist beides immer noch sehr schnell. Und die P-Wellen, wenn die kommen, dann merken wir das nicht. Aber teilweise gibt es Tiere, zum Beispiel der Hund, der liegt ja eher am Boden, während wir es uns auf dem Sofa gemütlich machen. Und da kann es sein, dass das so ein ganz feines Rütteln gibt und der Hund, der beginnt zu bellen oder die Katze zu miauen. Und wir denken ja, also merkwürdig, was hat der jetzt? Ist ja überhaupt nichts. Und dann kurz darauf beginnt es zu schütteln. Wir spüren auch das Erdbeben. Und in diesem Fall hat das Tier nicht das Erdbeben vorhergesehen, sondern es hat einfach
eine bessere Wahrnehmung und hat die ersten Erschütterungen gemerkt. Das muss aber nicht sein, funktioniert sicher auch nicht mit jedem Hund und jeder Katze und ist auch nicht bei jedem Erdbeben so gut zu merken. Aber es ist so, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja? Was möglich ist, dass Tiere Lawinen vorher... Das weiß ich nicht, aber das könnte ein ähnlicher Effekt sein. Viel empfindlicher. Und dass Erdbeben eben so unterschiedliche Wellen haben, das kann man sich auch zunutze machen, um nicht dort, wo das Erdbeben passiert, also wir haben jetzt hier das Erdbeben, das passiert tief im Untergrund, hier oben wohnen wir. Jetzt sind das die ersten Wellen, das sind die Orangen, die eben schneller gehen. Und sobald die von den ersten Messstationen erfasst werden, können Sie die Information an ein Datenzentrum schicken. Dort heißt es, Achtung Erdbeben. Die Information wird dann wieder, quasi in Form eines Alarmes, zurückgeschickt. Und mit dem kann man quasi wenige Sekunden, bevor die schadenbringenden Wellen kommen, warnen. Solche Systeme werden bereits in Japan oder in den USA oder auch in Mexiko eingesetzt. Das kann man nutzen, um zum Beispiel Züge automatisch anzuhalten. Oder der Arzt kann bei der Operation das Messer vom Patienten wegnehmen, sodass er nicht gerade dann schneidet, wenn die Erschütterungen kommen. Oder man kann einen Lift anhalten, einfach auf dem nächsten Stockwerk, sodass die Leute aussteigen können. Und wenige Sekunden reichen auch, dass die Leute Schutz suchen können. Also das heißt, sie können dann bereits schon unter einen Tisch gehen oder das Auto anhalten und so sich von den Erschütterungen schützen. Das funktioniert natürlich nicht genau dort, wo das Erdbeben passiert, weil es braucht ja eine gewisse Zeit, bis diese Wellen erkannt werden und die Information zurückgeschickt wird. Und in der Zeit warten die Erdbebenwellen ja nicht, die gehen dann weiter. Das heißt, es funktioniert nur für ein bisschen weiter entfernte Gebiete. Und damit man diese Erdbeben aufzeichnen kann, gibt es sogenannte seismische Stationen. Das sind Messstationen. In der Schweiz gibt es über 200 von diesen Messstationen und sie sind, wie ihr seht, im ganzen Land verteilt. Und wir haben drei verschiedene Typen. Ich komme dann nachher noch darauf zu sprechen. Und die Spezialnetzwerke. Wir haben sogenannte Breitband-Starkbebenstationen und temporäre Stationen. Die Breitbandstationen, das sind unsere Mimöschen. Also da reicht es, wenn ich nebendran so mache und wenn ich zu der Zeit dann schaue, also jetzt haben wir 14:22, wenn ich jetzt, das hat jetzt gerade keine seismische Station nebendran, aber wenn ich so machen würde und um 14:22 schaue, sehe ich dort einen Ausschlag. Also die sind wirklich sehr, sehr empfindlich. Und das heißt, wir müssen auch schauen, wo wir diese aufstellen können. Also wenn es zum Beispiel eine Straße gleich nebenan hat oder einen häufig genutzten Wanderweg, dann ist das kein guter Standort für eine solche Station. Wir haben auch sogenannte Starkbebenstationen. Die sind insbesondere da, damit sie auch bei starken Erschütterungen die Erdbeben noch gut auszeichnen können. Die sind auch sehr sensibel, trotzdem, aber sie können auch gut zum Beispiel in städtischen Gebieten untergebracht werden. Und dann haben wir noch temporäre Stationen. Also das sind Stationen, die wir nur für eine gewisse Zeit aufstellen. Die brauchen wir zum Beispiel, um zu messen, wenn sich jetzt irgendwo in der Schweiz ein größeres Beben ereignet hat und wir möchten besser wissen, was passiert dort noch, wie geht das weiter, stellen wir zusätzliche Stationen auf, um das zu messen. Oder wir nutzen es auch, um gewisse Bauprojekte zu messen. Nun, wie messen diese Stationen? Das Bild, das viele Leute von seismischen Messungen haben, das ist so eine Nadel, die wie so ein Fieberthermometer quasi zeichnet. Und so war das früher auch, also man hatte so eine Rolle, in der Schweiz war das eine so große Rolle und das ganze Gerät war 30 Tonnen schwer und war etwa bis zur Decke und von da bis da drüben wirklich groß und das war ein Papier, das hat man mit Ruß, also wenn den Ruß, den man vom Feuer hat, das war so geschwärzt und dann war das eine spitze Nadel und die hat dann, wenn dieser Seismometer angesprungen ist, hat die quasi ins Rußpapier, wir nennen das Seismogramm, also quasi die Aufzeichnung des Erdbebens eingeritzt.
Und dann wusste man, es hat ein Erdbeben stattgefunden, das wurde gemeldet, weil es Leute zum Beispiel gespürt haben. Dann ging jemand vom Erdbebendienst dorthin, hat sich diese Rolle, diesen Papierstreifen genommen, nahm den zurück ins Büro von den verschiedenen Stationen und hat so die Auswertungen gemacht. Heute geht das alles vollautomatisch. Und zwar ist das ein elektrisches Gerät, also ein Seismometer ist nur noch etwas so groß. Anstatt 3 Tonnen ist es nur noch 30 Kilogramm schwer und ist ganz elektrisch. Und deshalb haben wir auch nicht mehr die schönen Nadeln. Obwohl sich das hübsch ansehen würde, geht das nicht mehr. Aber wir haben immer noch diese welligen Signale, die wir erhalten. Die Informationen über Erdbeben, die geben wir sofort heraus. Also sobald es geschüttelt hat, zeichnen die 200 Stationen, manchmal nicht alle, es kommt ein bisschen darauf an, wie groß das Beben ist, ob quasi alle Stationen das Beben spüren können, nehmen diese Daten auf, die werden automatisch analysiert und in weniger als einer Minute ist die Information schon bei uns auf der Website. Also wenn ihr in Zukunft mal das Gefühl habt, ich glaube, das hat geschüttelt, ihr seid euch aber nicht sicher, könnt ihr jederzeit bei uns auf der Webseite schauen, ob das ein Erdbeben war oder nicht, doch der Nachbar, der etwas laut herumgetrampelt hat. Wir schicken diese Informationen natürlich nicht nur an unsere Website, sondern wir informieren auch die Behörden, also zum Beispiel die Polizei. Es gibt immer wieder Leute, die nämlich sich sehr erschrecken und dann der Polizei anrufen und sagen, oh, was ist passiert? Das sollte man abgesehen davon nicht machen. Man sollte die Polizei nur anrufen, wenn man wirklich auch ein Problem hat und ansonsten jemand anders fragen, ob das ein Erdbeben war oder nicht. Nun, weshalb gibt es überhaupt diese Erdbeben? Dafür müssen wir ein bisschen ins Erdinnere schauen. Das ist der Aufbau der Erde. Wir sind ganz oben. Und unter uns, also wir stehen ja auf festem Boden, aber im Innern der Erde, außer der innerste Kern, der ist fest, aber dieser Bereich da, der ist sehr heiß und der ist flüssig oder so ein bisschen gummiartig, könnt ihr euch das auch vorstellen. Also so zähflüssig, aber das ist beweglich. Und auf diesem zähflüssigen oder flüssigen Bereich schwimmen die Erdplatten. Also das ist quasi der äußerste Bereich. Und diese sind in dauernder Bewegung. Das ist die Erde, so wie ihr sie heute kennt. Wir haben hier Afrika, Südamerika, Amerika, Europa ist da oben, Indien, China, Australien, das ist so, wie ihr die Weltkarte kennt. Nun, vor 40 Millionen Jahren hat die Erde so ausgesehen. Und das ist jetzt ein ganz beschleunigtes Video, das euch zeigt, wie sich die Erde über diese 40 Millionen Jahre verändert hat. Also das sind ganz andere Landmassen, das hat nichts mit dem zu tun, wie wir die Erde kennen. Und diese Prozesse, die sind auch weiterhin da. Das ist ganz langsam, wie sich diese Erdplatten bewegen. Man kann das nur mit sensiblen Instrumenten überhaupt nachvollziehen und aufzeichnen, aber das ist immer noch in Bewegung. Und es gibt auch so Dinge, ihr könnt schauen, wann dass ihr denkt, dass ihr irgendetwas erkennt. Es gibt hier jetzt so langsam etwas, das man ahnen kann und da. Das ist jetzt noch ein interessantes Stückchen hier, das ihr mal verfolgen könnt. Und zwar ist es das heutige Indien, das für geologische Verhältnisse mit einem enormen Tempo auf diese andere Landmasse stößt. Und das ist der Grund, weshalb man dort den Himalaya hat und die höchsten Berge hat. Also das ist, weil diese Platten mit einem wirklich großen Tempo und ganz viel Kraft zusammengekracht sind. Und so haben sich die Berge geformt. Und das ist quasi ein zukünftiges Bild, das werden wir alle nicht mehr miterleben, außer jemand erfindet ein Mittel, dass wir unsterblich werden. Aber diese Entwicklungen gehen weiter. Also Erdbeben machen nicht nur Dinge kaputt, sondern sie machen auch, dass Dinge entstehen. Also zum Beispiel die Alpen bei uns oder eben der Himalaya. Wenn man sich anschaut, wo diese Plattengrenzen sind, dann kann man eigentlich sehr schön schauen, dass das auch einen Zusammenhang hat, wo es viele Erdbeben gibt. Also ihr seht diese gelben Linien, das sind so die wichtigsten Plattengrenzen. Das gibt natürlich, kann man das dann beliebig klein sich anschauen, aber das sind so die großen Strukturen.
Und ein ganz großer Teil der Erdbeben, der geschieht in diesem Bereich. Das ist der sogenannte Feuerring. Und das ist dort, wo die meisten Erdbeben passieren, weil dort die Bewegungen der Platten besonders groß sind. Jetzt in der Schweiz, wenn wir uns das im Detail anschauen, ist es so, dass wir zwei Platten haben, die miteinander zusammenstoßen. Wir haben die europäische Platte, also die kommt so vom Norden her, und die adriatische, die kommt von Italien her. Und wir haben die europäische Platte, die unter die adriatische untertaucht, und die andere, die sich drüber hinwegschiebt. Deshalb hier die Alpen. Also das heißt, die Alpen, die wachsen auch immer noch ein bisschen jedes Jahr, aber natürlich aufgrund des Regens geht auch immer wieder ein bisschen Material weg. Also das heißt nicht, dass es eben, das ist im Millimeterbereich quasi, wie das größer wird, und das geht sehr langsam. Aber das führt dazu, dass immer wieder Erdbeben entstehen. Und Erdbeben entstehen, also wir haben diese zwei Platten. Die möchten aneinander vorbei. Diese Platte möchte dahin und diese Platte möchte dahin. Das kann recht lange gut gehen. Kommen die gut aneinander vorbei. Und irgendwann verhaken die. Und dann wird es immer strenger und es baut sich immer mehr Druck auf, mehr Druck auf, mehr Druck auf. Und irgendwann bricht das Gestein. Also das heißt, es geht kaputt. Es löst sich ruckartig und die Platten kommen einen ruckartigen Schritt quasi weiter. Und das ist dann, wenn das Erdbeben passiert. Und das kann im ganz Kleinen passieren, das sind dann die kleinen Erdbeben. Oder das kann auf einer sehr großen Fläche passieren, also einen großen Bruch geben, wo sehr viel Spannung sich löst. Und dann ist es ein sehr großes Erdbeben. Und bisher haben wir auch noch nicht wirklich verstanden, wann, also man weiß quasi aufgrund des Untergrunds und aufgrund der Geschichte der Erdbeben, wo wir welche Art von Erdbeben erwarten können. Aber wir können nicht vorhersagen, wann sich diese Spannung löst und auch nicht, ob die sich ein bisschen löst oder ganz fest löst. Und was denkt ihr, können auch Menschen Erdbeben auslösen? Jetzt können die, die Ja sagen, können die Hand heben. Und wer sagt, dass Menschen keine Erdbeben auslösen können? Also ich würde sagen, das ist etwa halb-halb. Wir Menschen, wir können Erdbeben auslösen. Und zwar geht das, indem wir Dinge machen, die den tiefen Untergrund betreffen. Also mit tiefen Untergrund meine ich alles, was 5 Kilometer oder weiter unter uns im Boden ist. Da gibt es Dinge wie Öl, das man aus solchen Tiefen herausholt. Ihr habt vielleicht schon gehört von Geothermie. Das sind Projekte, also viele von euch haben vielleicht zu Hause eine Wärmepumpe. Das gibt es Luftwärmepumpen, aber es gibt auch die, die eine Erdsonde haben, weil es im Untergrund, also je tiefer, dass man in die, ich habe ja gesagt, es ist ganz heiß im Erdinnern, also je tiefer, dass man geht, desto wärmer wird es und das kann man sich zu Nutzen machen. Die Wärmepumpen, die wir zu Hause haben, die machen keine Erdbeben, die sind kein Problem, aber wenn man weiter nach unten geht, kann es sein, dass man Erdbeben auslöst. Auch Erdbeben auslösen können das Befüllen und Entleeren von Stauseen. Also ein Stausee, man baut eine Mauer, man hat ein großes Tal. Und dann, wenn man ganz schnell, also wenn sich das ganz schnell mit Wasser füllt oder man das Wasser ganz schnell wegnimmt, könnt ihr euch vorstellen, dann ist es eine riesige Fläche, wo quasi ein gewisser Druck durch das Wasser, also das Wasser hat ja ein Gewicht, das draufgedrückt hat. Und wenn das plötzlich weg ist, kann das dazu führen, dass sich eben diese Spannungsverhältnisse, also dann hat man eben diese Brüche im Untergrund und durch das Wasser, das draufgedrückt hat, haben die sich nicht bewegt oder waren sehr stabil. Und weil das wegkommt, plötzlich lösen sie sich und machen Erdbeben. Das heißt, Menschen können Erdbeben auslösen, aber ich kann jetzt nicht sagen, morgen mache ich jetzt in Winterthur ein Magnitude 4 Beben. Das funktioniert nicht. Also es ist sehr schwierig, diese Prozesse zu kontrollieren. Es gibt auch nicht bei all diesen Technologien immer Erdbeben. Sie können auftreten, sie müssen aber nicht auftreten. Und grundsätzlich ist es ja auch das Ziel, wenn solche Projekte gemacht werden, dass es nicht zu größeren Erdbeben kommt. Nun, was passiert denn bei einem Erdbeben? Also Erdbeben, das ist vielleicht sehr, also es ist mir sehr wichtig zu sagen, das Erdbeben an sich macht euch nichts. Wenn ihr auf dem Fußballplatz seid und es kommt ein Erdbeben, passiert euch überhaupt nichts. Vielleicht erschreckt ihr, es schüttelt, aber sonst macht es nichts. Erdbeben sind gefährlich, weil wir Gebäude haben,
die nicht dafür gebaut sind, dass sie einem Erdbeben standhalten. Das gilt nicht für alle Gebäude, aber es ist unsere menschgemachte Umwelt, die anfällig ist auf Erdbeben. Der Natur machen die Erdbeben nichts, mit Ausnahmen. Es kann zum Beispiel sein, dass sich ein Felssturz aufgrund eines Erdbebens löst oder eine Lawine heruntergeht. Aber das ist wiederum für die Natur nicht unbedingt ein Problem. Aber es ist ein Problem, sobald es dann auf Straßen trifft, auf Bahnlinien trifft oder auf Gebäude trifft. Also brechen wäre, dann wäre sie wirklich sehr schlecht gebaut, aber es kann sein, dass die Brücke einfach kaputt geht, also nicht komplett zusammenbricht, aber dass sie zum Beispiel ein bisschen verschoben ist oder dass dort, wo man auf die Brücke herauffährt, dass es dort einen Riss hat und dass es dann auch gefährlich wäre, auf die Brücke zu gehen. Es gibt wie drei Aspekte, die ausmachen, wie schlimm die Auswirkungen sind. Das eine ist die Stärke, also wie fest es schüttelt. Logischerweise, je mehr das es schüttelt, desto schlimmer in der Regel. Dann Distanz und Tiefe. Wenn ein großes Erdbeben in Neuseeland passiert, dann macht es euch hier in der Schweiz nicht, weil ihr seid sehr weit weg. Aber es ist auch, wenn es sehr weit von einer besiedelten Stadt oder einem Dorf stattfindet, dann macht das Erdbeben nichts, also das hat eine Rolle. Und auch die Tiefe, wenn ein Erdbeben sehr, sehr, sehr tief, sagen wir 600 Kilometer tief unter der Erdoberfläche stattfindet, dann passiert eigentlich nichts. Aber das kann natürlich auch anders sein. Und dann habe ich noch gesagt, den lokalen Untergrund, das habt ihr gesehen in der Animation, dass es eben dort, wo der Untergrund, also der Boden, wo unser Haus zum Beispiel drauf gebaut ist, wenn der eher weich ist, also mit Sand oder wie sagen dem Sedimente, dann schüttelt es mehr und dann gibt es in der Regel größere Schäden. Man kann Erdbeben kontrolliert auslösen, man macht das nicht mit Geräten, weil es sehr schwierig ist und sehr teuer wäre mit wirklich so Geräten, also zum Beispiel, ich weiß nicht, du denkst vielleicht an einen Bagger oder so, ist es schwierig, in den Untergrund zu kommen. Aber was man machen kann, man kann bohren, man bohrt Löcher in den Untergrund und dann kann man, und das ist das auch, was beim Erdöl zum Beispiel passiert, man bohrt und dann holt man das Erdöl heraus und das kann zu Erdbeben führen. Oder bei der Geothermie oder in den USA gibt es auch das Beispiel vom sogenannten Fracking. Dort nimmt man verschmutztes Abwasser, also Wasser, das dreckig ist, und pumpt das mit hohem Druck in den tiefen Untergrund. Und das kann Erdbeben auslösen, weil man wieder diese Risssysteme hat und plötzlich kommt mit hohem Druck Wasser, das dann quasi macht, dass diese Risse beginnen sich zu bewegen und das kann Erdbeben auslösen. Das mit der Größe der Erdbeben und dem Kontrollieren ist ein bisschen schwierig. Da gibt es Ansätze, wie man das machen kann, aber das ist noch nicht ganz verstanden, dass man sagen könnte, also es gibt viele Projekte, die möchten keine Beben auslösen und es kommt zu Beben. Oder es gibt Projekte, die auch im Untergrund, man sagt eben, ein Reservoir schaffen möchte, wo Wasser zirkulieren kann. Das ist dann eben für die Geothermie, also dass sich das Wasser erwärmt und man das wieder hochholen kann. Und dort möchte man mit den Erdbeben kleine Risse machen, aber das funktioniert auch nicht immer. Nein. Wenn ihr im Radio von einem Erdbeben hört, sagen sie meistens, welche Magnitude es hat. Das die Magnitude, und häufig ist es die Magnitude nach Richter. Richter ist eine Skala, so wie Grad Celsius oder was gibt es noch? Gewicht in Tonnen oder in Kilogramm, also eine Maßeinheit. Und die Magnitude sagt, wie stark das ein Erdbeben ist. Und das ist aber jetzt nicht eine Skala, wo es quasi ist logarithmisch, das heißt von 1 bis 2 ist der Abstand nicht gleich groß wie von 2 zu 3 oder von 3 zu 4. Also ein Erdbeben der Magnitude 3 ist 30 Mal stärker als ein Erdbeben der Magnitude 2. Also viel, viel stärker. Und das seht ihr jetzt an dieser Animation. Die Größe des Kreises sagt, wie stark ein Erdbeben ist. Und
Jetzt haben wir ein 3,6 und ein 4,2. Da seht ihr, das ist schon viel, viel stärker. Und 4,2 zum 4,9 ist das 4,9 nochmals so viel mehr Energie und Kraft, dass das hat. Dann ein 5,8, da ist das 4,2 ist nur noch ganz klein im Vergleich. Dann haben wir ein 6,6, das ist die größte Magnitude, die historisch in der Schweiz dokumentiert ist. Ein Magnitude 7. Dann nochmals viel, viel stärker eine Magnitude 7,8 Erdbeben. Eine Magnitude 9, ein 9,1 und das größte ist ein 9,6. Das ist das größt gemessene Erdbeben in Chile in den 60er Jahren. Die Skala ist grundsätzlich gegen oben offen, also das heißt, es kann auch größere Beben geben, aber wir gehen davon aus, dass das nicht unendlich viel weitergeht. Aber das heißt, ein Erdbeben, das eine Magnitude von 4 hat, ist nicht ein bisschen größer als ein Magnitude 3 Beben, sondern viel, viel größer. Und ein Magnitude 7 Beben ist dann nochmals viel, viel mehr größer und hat viel mehr Kraft. Das ist die Magnitude. Häufig erwähnt wird auch die Intensität. Das ist wie eine andere Maßeinheit. Die geht von 1 bis 12. Und das sind die römischen Zahlen. Und die Intensität beschreibt, was ein Erdbeben gemacht hat. 12 heißt, dass dort, wo man sich das anschaut, quasi alles kaputt ist. Und 1 heißt, dass man das ein bisschen spüren konnte. Für jedes Beben gibt es immer nur einen Magnitudenwert. Es gibt nur eine Magnitude und die ist gemessen dort, wo das Erdbeben passiert. Für die Intensität kommt es natürlich darauf an, wo ihr seid. Wenn jetzt ein großes Erdbeben hier in Winterthur stattfindet, ist die Intensität in Winterthur größer, weil wir sind ja ganz nah. Aber wenn ich jetzt in Zürich bin, dann ist sie kleiner, also habe ich einen kleineren Intensitätswert. Und gleiche Magnitude heißt auch nicht immer gleiche Auswirkungen. Wir haben hier ein Beispiel, beides mal ähnliche Magnitude, 6,2 und 6,1. Das ist in Italien und das ist in Japan. Man sieht in Japan, da ist ein Wändchen eingestürzt und im Supermarkt sind alle Dinge heruntergefallen. Und wir haben die Bilder von Italien mit einer wirklich großen Zerstörung. Jetzt, was sind die Gründe? Die Gründe sind hier insbesondere die Bau. Substanz, also wie die Gebäude gebaut sind. Man hat in Italien sehr viele alte, historische Gebäude, die nicht dafür ausgelegt sind, starken Erschütterungen standzuhalten, während in Japan die Gebäude sehr gut für Erdbeben gebaut sind. Und das führt dazu, dass eine ähnliche Magnitude nicht die gleichen Schäden hat. Jetzt, was kann nicht passieren bei einem Erdbeben? Das ist ein Bild und eine Frage, die immer wieder kommt. Kann der Boden aufreißen? Kann es einfach sein, dass ich rausgehe, Erdbeben passiert, die Häuser fallen rein, die Autos fallen rein? Kann nicht passieren. Passiert in Katastrophenfilmen, aber passiert nicht in der Realität. Was es geben kann, sind solche Risse. Das ist schon blöd, wenn man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad jetzt genau in den Riss fährt, dann fällt man einfach um. Das wäre doof, aber dieser Riss, der geht nicht irgendwie tief rein, das ist einfach die Straße, die kaputt ist. Aber da verliert man kein Auto, da geht nichts in dem Sinn kaputt. Das Bild da oben ist auch die Frage, ja, ist das echt oder ist das nicht echt? Das ist ein Auto, das eingesunken ist. Das kann tatsächlich passieren, das nennt sich Bodenverflüssigung. Ihr kennt das vom Sandele. Und zwar, wenn ihr im Sandkasten seid und wenn ihr mit viel Wasser mit dem Sand spielt, dann ist er plötzlich nicht mehr so stabil. Also es gibt, ihr müsst ein bisschen Wasser nehmen, damit ihr schöne Türme bauen könnt, aber wenn ihr zu viel Wasser nehmt, funktioniert es nicht mehr und der Sand zerfließt. Jetzt das Erdbeben kann, wenn der Boden sehr sandig ist, dazu führen, dass Wasser quasi heraufgedrückt wird und die Sandkörner nicht mehr richtig aneinander festkleben können. Und dann kann es eben so passieren, dass ein Auto plötzlich einfach einsinkt, weil dann wie der Untergrund seine Festigkeit verliert. Oder auch ein Gebäude könnte dann seitlich kippen und so kaputt gehen. Dann gibt es am Meer immer Tsunamis. Das habe ich vorher schnell angesprochen. Nein, weil es kommt darauf an, wo das Beben passiert. Also das weiß man immer erst, nachdem das Beben passiert ist und man erste Daten hat. Man kann dann aber auch warnen, also weil man diese Wellen breiten sich dann langsam aus und wenn das nicht gerade auf eine Küste trifft, hat man da auch eine Vorwarnzeit.
Das kommt ganz darauf an. Die Frage war, wenn das Erdbeben stärker ist, ob es dann größere Risse gibt. Das kommt wieder ganz darauf an, auf was das Erdbeben quasi trifft. Also wie gut sind die Dinge gebaut, wie ist der Untergrund. Das kann man nicht so generell sagen, aber man kann sagen, dass bei vielen Erdbeben oder den meisten auch, die wir hier in der Schweiz haben, wo wir zwar mit den Messgeräten sie messen können, aber dass dort solche, auch solche Risse, da braucht es schon ein bisschen ein stärkeres Beben. Komme ich nachher noch dazu? Das schlimmste Erdbeben in der Schweiz, das war 1356 in Basel. Das hatte eine Magnitude von 6,6. Und jetzt sehe ich, dass ich ein bisschen beeilen muss, aber ich hoffe, ich darf noch ein bisschen. Wir haben ja einige Fragen schon genommen. Die Frage zu den Erdbeben in der Schweiz. Also ich habe jetzt schon gesagt, es gibt ein starkes, hat schon einmal ein starkes Erdbeben genommen, gegeben. Mache ich mit euch eine kleine Fragerunde. Ich gebe euch drei Zahlen und ich sage, es gibt in der Schweiz 20 Erdbeben pro Jahr. Ihr müsst noch nichts machen. 20 Erdbeben pro Jahr, 100 Erdbeben pro Jahr, 500 oder 1000. Und ihr müsst euch entscheiden, wo ihr aufsteckt. Sind die vier Varianten. Es ist 20, 100, 500 oder 1000. Wer sagt, es gibt 20 Erdbeben? Wer sagt, es gibt 100? Wer sagt, es gibt 500? Wer sagt, es gibt 1000? Also die letzte Gruppe hat recht. Es gibt in der Schweiz 1000 bis 1500 Erdbeben, die wir registrieren. Ich habe euch eine kleine Animation mitgebracht. Das sind jetzt zuerst die 10 größten Erdbeben. Wir haben etwa alle 100 Jahre ein Erdbeben mit einer Magnitude von etwa 6. Und ihr seht, wo das die passiert sind. Magnitude von etwa 6 heißt, dass wir mit großen Schäden rechnen würden. Und jetzt haben wir die Daten für alle Erdbeben ab einer Magnitude von 2 in der ganzen Schweiz, und zwar seit 1975. Und da sieht man, da gibt es immer überall Erdbeben. Es hat gewisse Gebiete, wo es mehr Erdbeben gibt, wie zum Beispiel hier im Wallis, in Basel, Graubünden, Zentralschweiz oder St. Galler Rheintal. Aber es gibt keinen Ort in der Schweiz, wo man sagen kann, da gibt es nie Erdbeben. Hier nochmals die Liste mit den 10 stärksten Erdbeben. Ich habe gesagt, Basel 6,6. Das letzte, das in der Schweiz schwere Schäden und auch Todesopfer verursacht hat, das war das Beben bei Sierre, das ist im Wallis, mit einer Magnitude von 5,8. Das ist hier im Wallis. Man sieht, dass dort, wo es auch mehr Erdbeben gibt, gibt es auch eher die großen Erdbeben. Sie sind dort auch häufiger, also in diesen Gebieten muss man eher mit einem schweren Erdbeben rechnen. Aber wir wissen auch von der Region Zürich, dass in der längeren Geschichte, also in den letzten 10.000 Jahren, schon schwere Erdbeben aufgetreten sind. Ich habe gesagt, etwa alle 100 Jahre kommt es zu einem Beben. Dann sagt man ja 1946, jetzt haben wir 2022, also wäre es so etwa in 20 Jahren soweit. Und ich habe euch gesagt, wir können die Erdbeben nicht vorhersagen. Wir wissen also nicht, wann das nächste Erdbeben kommt. Wir wissen, dass wieder ein großes Erdbeben in der Schweiz kommen wird, aber wir wissen nicht, wann. Das kann man dann übersetzen in eine Karte, die euch zeigt, wo es quasi gefährlicher und weniger gefährlich ist. Aber wie gesagt, Erdbeben gibt es überall. Jetzt zum Abschluss möchte ich nochmals darauf zurückkommen, was könnt ihr machen und wie könnt ihr euch vor Erdbeben schützen? Weil wir können sie nicht vorhersagen. Sie kommen einfach. Es schüttelt einfach irgendwann. Also ich habe schon Erdbeben erlebt. Einmal war es um 5 Uhr morgens in einem Hotelzimmer in Nepal. Ich war sehr müde und habe gedacht, ach, was ist das? Und bin dann verschrocken, weil sich das ganze Gebäude einfach so bewegt hat. Einmal war ich zu Hause auf dem Sofa und habe gedacht, schön, endlich Fernseher anstellen, Feierabend. Dann hat es geschüttelt. Also die Erdbeben, die überraschen einem immer, auch wenn man wie ich in diesem Bereich arbeitet. Wichtig, wenn ihr drinnen seid,
dann bleibt drinnen, sucht Schutz unter einem Tisch, nehmt ein Kissen auf den Kopf, geht unter einen Stuhl. Wenn ihr draußen seid, Pausenplatz auf der Straße, bleibt draußen und nehmt Abstand von Gebäuden und Dingen, die herunterfallen können. Das Kissen auf dem Kopf hilft dir, wenn Dinge herunterfallen können. Schützt dich, dass du dich nicht verletzt, ja? Das kann sein, es ist sogar ist beides möglich. Kann sein, dass das ein Vorbote war und nochmals ein größeres Erdbeben kommt. Kann aber auch gut sein, dass es einfach dieses Beben war und dann nichts mehr ist. Du hinten? Nein, die Natur ist ja nicht, also können bei einem Erdbeben auch Bäume umfallen, war die Frage. Eigentlich nicht, weil die Bäume haben ja die Wurzeln, also das müsste ein Baum sein, den es sonst schon wahrscheinlich nicht so gut geht, aber in der Regel machen die Erdbeben den Bäumen oder auch sonst in der Natur nichts. Jetzt, wenn es wirklich fest geschüttelt hat, dann ist die Chance groß, oder dann ist es sicher, also wenn es wirklich fest schüttelt, nicht ein bisschen, aber wenn es ganz fest geschüttelt hat, kommen sicher weitere Beben. Wir nennen diese Nachbeben. Das heißt, wenn ihr in einem Gebäude seid, das zum Beispiel schon Risse hat, dann ist es zu überlegen, ob ihr wirklich nochmals reingehen sollt oder nicht. Wie bei anderen Notlagen oder wenn etwas passiert, helft euren Mitmenschen, also zum Beispiel, wenn sich jemand verletzt hat, wenn ihr nach dem Erdbeben aus dem Gebäude herausgeht, schaut, gibt es noch etwas, das mir auf den Kopf fallen könnte oder etwas, das mir weh machen könnte. Also aufpassen. Und wichtig, im Notfall ruft nur die Polizei oder die Feuerwehr oder die Ambulanz, wenn ihr auch etwas habt, weil die Leitungen sollten frei bleiben für die Personen, die auch verletzt sind. Was kann man vorher machen? Sich die Regeln merken, das habe ich schon einleitend betont. Und schauen, was runterfallen kann und diese Dinge befestigen. Wenn das Haus, die Frage war, wenn ein wirklich starkes Erdbeben kommt und das Haus kaputt geht, ist es dann nicht gefährlich, wenn ich drin bin? Das ist gefährlich, das ist auch ein Problem. Wir wissen von vielen Gebäuden nicht, wie gut dass sie einem Erdbeben standhalten. Und es ist eigentlich einfach zu hoffen, dass das Gebäude, wo man in dem Moment drin ist, dass es standhält. Was auch wichtig ist, dass man zu Hause einen Notvorrat hat. Das nützt nicht nur bei Erdbeben, sondern auch bei anderen Dingen. Das könnt ihr zusammen mit euren Eltern vorbereiten. Das ist Wasser, das sind haltbare Lebensmittel, das sind aber auch so Sachen wie Batterien für eine Taschenlampe oder wenn ihr etwas Hundefutter, wenn ihr einen Hund habt, das ist so etwas, dass sie nicht nur immer diese drei Körnchen noch da sind, sondern so, dass der Hund auch noch nächsten Tag und übernächsten Tag etwas zu fressen hat, so die wichtigsten Dinge. Das überspringe ich und dann wäre es das von meiner Seite und ihr dürft gerne noch mehr Fragen stellen.